Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen im blauen Kapitel, im letzten Abschnitt. Das blaue Kapitel heißt Medikamente ja oder nein. Und der letzte Abschnitt heißt Therapie ohne Medikamente. Der ist ein bisschen länger. Ich lese den aber ganz. Deshalb habe ich mir auch ein Wasser besorgt. Und da ist es schon passiert. Wasser auf dem Buch. Therapie ohne Medikamente. Als erstes gibt es einen Informationskasten. Bei der Blutdrucktherapie geht es nicht um ein Entweder-Oder. Entweder Medikamente einnehmen oder die Lebensweise umstellen. Wenn Sie selber aktiv werden, unterstützt das die Wirkung der Medikamente. Nicht nur der Blutdruck wird durch diese Doppelstrategie nachhaltig gesenkt, sondern auch die allgemeine Gefäßgesundheit gestärkt. Ich habe ein Problem mit diesem Buch. Hier wird wieder nahegelegt, dass man unbedingt Medikamente nehmen soll. Therapie ohne Medikamente, leichtes Ausdauertraining, moderate Gewichtsabnahme, weniger Alkohol und weniger Salz. Von einer solchen Bluthochdrucktherapie können alle Patienten profitieren. Wenn Sie Ihre Lebensweise verändern, können Sie eventuell so viel bewirken wie mit einem Medikament. Blutdrucksenkungen von über 20 Milligramm Quecksilbersäure werden beobachtet und damit setzen Sie an den Ursachen des Bluthochdrucks an. Ist der Blutdruck nur mäßig erhöht, stehen Ihre Chancen gut, dass Sie sich die Einnahme von Medikamenten ersparen können. Und wenn Sie Medikamente einnehmen, dürfen Sie damit rechnen, dass sie im Laufe der Zeit Anzahl und Dosis der Arzneimittel reduzieren können. Voraussetzung für diesen Effekt ist allerdings, dass sie ihren Vorsätzen treu bleiben. Voraussetzung für diesen Effekt ist allerdings, dass sie ihren Vorsätzen treu bleiben. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht nur der Blutdruck sinkt, sondern sich auch die Cholesterin- und Blutzuckerwerte verbessern. Sie schlagen also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe und Ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten sinkt nachhaltig. Doch mit welchem Baustein sollen Sie anfangen? Wenn Sie ein ausgesprochener Bewegungsmuffel sind, liegt es nahe, zunächst zu versuchen, in kleinen Schritten etwas aktiver zu werden. Wenn Sie deutlich übergewichtig sind, ist eine Gewichtsreduktion unverzichtbar. Egal für was Sie sich entscheiden, Hauptsache Sie verändern etwas. Oft reichen auch schon kleine Veränderungen, die fallen oft schon schwer genug. Und jetzt gibt es eine Checkliste, den inneren Schweinehund überwinden. Folgende Strategien haben sich als hilfreich erwiesen, um alte Gewohnheiten zu verändern. Und dann gibt es hier fettgedruckt mit einem Kreuz und einem Quadrat. Das liegt nahe, dass man das abhaken kann oder ankreuzen. Es ist nochmal betont, was da steht. Entscheiden Sie sich für ein konkretes Ziel. Ich möchte mich mehr bewegen. Das ist zu allgemein formuliert. Präzisieren Sie dieses Vorhaben. Was heißt das konkret? Wollen Sie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder sich endlich bei dem Fitnesskurs
anmelden, den Sie schon lange im Auge haben. Nächster Punkt ist, suchen Sie sich eine Veränderung aus, zu der Sie Lust haben oder die Ihnen naheliegt. Sonst müssen Sie sich zwingen, das hält keiner lange durch. Nächster Punkt. Legen Sie einen Zeitplan fest. Klären Sie, an welchem Tag oder in welcher Woche Sie beginnen möchten. Weihen Sie andere in Ihren Plan ein. Durchbrechen Sie verführerische Rituale. Meiden Sie Routinen und Rituale, die mit Ihren alten Verhaltensmustern stark verknüpft sind, wie etwa die Raucherpause oder der Kneipenbesuch. Probieren Sie etwas Neues aus. Gehen Sie wohlwollend mit Rückfällen um. Es ist normal, dass man mehrere Anläufe braucht, um ein Ziel zu erreichen. Vorwürfe sind da wenig hilfreich. Haben Sie Geduld. Versuchen Sie, Auslöser für Rückfälle in den Griff zu bekommen. Trinken Sie immer Alkohol, wenn Sie angespannt sind oder sind Sie ein Frustesser. Trösten Sie sich mit Fernsehgucken. Immer wenn es einem nicht so gut geht, besteht die Gefahr, in alte Muster zurückzufallen. Spazieren gehen, schlafen, Freunde anrufen oder Sport treiben können hilfreiche Alternativen sein. So, jetzt geht es um Laufen ohne zu schnaufen. Ich gucke mal gerade, was da alles kommt. Das ist ziemlich lang hier. Laufen ohne zu schnaufen. Bewegung trainiert die Blutgefäße und macht sie elastischer. Dadurch kann körperliche Aktivität den Blutdruck senken. Mäßig, aber regelmäßig, so lautet dabei die Devise. Der Effekt ist am größten, wenn Sie fünfmal die Woche, besser noch täglich, mindestens 30 Minuten aktiv sind. Die gute Nachricht für Sportmuffel. Gehen genügt, vorausgesetzt, Sie schlagen ein flottes Tempo an. In Studien sank der systolische Blutdruck im Schnitt um 5 bis 8 Milligramm Quecksilbersäule, wenn die Teilnehmenden täglich 30 Minuten zusätzlich zu Fuß gehen. Die Deutsche Herzstiftung und die Deutsche Hochdruckliga empfehlen, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Ein Schrittzähler kann dabei helfen, einen Überblick über Ihr Pensum zu bekommen. Versuchen Sie, in Ihrem Alltag mehr Bewegung einzubauen. Lassen Sie zum Beispiel Rolltreppen und Fahrstühle links liegen und nehmen Sie die Treppe. Lassen Sie Ihr Auto öfters stehen oder parken einfach mal ein Stück weiter weg. Schicken Sie Ihren Kollegen keine E-Mail, sondern besuchen Sie ihn an seinem Arbeitsplatz. Schon wenn Sie lange sitzen, nur für 1 oder 2 Minuten unterbrechen, wirkt sich das schon positiv auf den Kreislauf aus. Ich lese es nochmal vor. Schon wenn Sie lange sitzen, nur für 1 oder 2 Minuten unterbrechen, wirkt sich das schon positiv auf den Kreislauf aus. Die Schonkrankheit. Jede körperliche Beanspruchung lässt den Blutdruck zunächst einmal steigen.
Das ist der Text mit dem meisten Füllwörtern eines Jahres. Wenn Sie bereits Bluthochdruck haben, fällt dieser Anstieg sogar heftiger aus. Deshalb sollten Menschen mit Bluthochdruck Aktivitäten bevorzugen, die den Blutdruck während der Belastung nur leicht und kalkulierbar ansteigen lassen. Das ist im Allgemeinen bei Ausdauersportarten der Fall, wie Joggen, Wandern, Walken, Radfahren, Nordic Walking oder Schwimmen. Über die Zeit wird Blutdruckanstieg immer geringer ausfallen und der Blutdruck dauerhaft sinken. Die optimale Belastung können Sie an Ihrem Trainingspuls festmachen. Wenn Sie relativ fit sind, lautet die Faustregel für einen optimalen Trainingspuls: Trainingspuls gleich 180 minus Lebensalter in Jahren. Anders ausgedrückt bedeutet diese Formel Laufen ohne zu schnaufen. Wenn Sie joggen, Radfahren, wandern oder schwimmen, sollten Sie zwar ins Schwitzen geraten, aber immer noch so viel Puste haben, dass Sie sich dabei unterhalten können. Diese allgemeinen Empfehlungen bieten nur eine grobe Richtschnur, um Ihre individuelle Belastungsgrenze herauszufinden. Sollten Sie einen Belastungstest bei Ihrem Hausarzt, beim Kardiologen oder in einer sportmedizinischen Praxis machen. Eine solche Überprüfung ist vor allem dann angezeigt, wenn bei Ihnen ein schwerer Bluthochdruck festgestellt wurde, wenn Sie Antihypertensiva einnehmen sollen, herzkrank sind oder an einer anderen chronischen Erkrankung leiden. Auch wenn Sie vorher völlig inaktiv waren und jetzt mit Sport starten wollen, sollten Sie vorher mit Ihrem behandelnden Arzt sprechen. So, jetzt kommt wieder ein Informationskasten und danach geht es Abnehmen mit Maß, Band und Band, es steht in Klammern. Muss man gerade was trinken? Vielleicht spreche ich auch zu laut. Der Informationskasten. Lange war Krafttraining bei Bluthochdruck generell verboten. Inzwischen weiß man, dass das nur für intensive Krafteinsätze gilt, wie etwa beim Gewichtheben. Dosiertes Kräftigungstraining nach ärztlicher Rücksprache und mit geschulter Anleitung gilt heute auch für Bluthochdruckpatienten als wünschenswert, um die Muskulatur zu trainieren, denn die Muskeln produzieren Stoffe, die gut für Kreislauf und Gefäße sind. Abnehmen mit Maßband, Band in Klammern. Übergewicht und Bluthochdruck hängen eng zusammen. Wenn Sie übergewichtig sind und kein Medikament oder weniger Medikamente gegen Ihren Bluthochdruck nehmen wollen, heißt es abspecken. Jedes Kilogramm, das Sie abnehmen, wirkt sich auf den Blutdruck aus. Die Deutsche Hochdruckliga rechnet vor: Eine Reduzierung des Körpergewichts von einem Kilogramm führt bei einem übergewichtigen Hypertoniker zu einer Abnahme des systolischen, in Klammern oberen Drucks, um 2 Milligramm Quecksilbersäule, des diastolischen Drucks um 1 Milligramm Quecksilbersäule. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, wie man den diastolischen Wert messen soll. Ich bin damit überfordert.
Und nicht nur das, auch möglicherweise erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte, siehe Seite 18 und folgende, werden voraussichtlich fallen. So, jetzt feierlich abgesetzt. BMI und Taillenumfang. Bin ich übergewichtig? Um das Körpergewicht zu beurteilen, wird herkömmlicherweise der Body Mass Index BMI herangezogen. Der BMI beschreibt das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße und wird nach folgender Formel berechnet. Körpergewicht in Kilogramm dividiert durch das Quadrat der Körpergröße in Metern. Ein Wert ab 25 gilt als Übergewicht, ab 30 als starkes Übergewicht. Neben dem Gewicht spielt aber auch die Fettverteilung eine Rolle. Der klassische Bierbauch der Männer ist gefährlicher als das Fett um Po und Hüfte herum. Diese Birnenform ist typisch für Frauen. Das im Bauchraum verteilte Fett belastet die Blutgefäße und stört den Stoffwechsel, indem es zum Beispiel bestimmte Botenstoffe freisetzt. Messen Sie Ihren Taillenumfang, indem Sie das Maßband in der Mitte zwischen Beckenknochen und unterster Rippe anlegen. Als Richtwerte, ab denen es gefährlich wird, gelten Männer Größe 102, Frauen Größe 88. Was auch immer, ich vermute Zentimeter. Steht hier aber nicht. Damit ist der farbliche Kasten zu Ende. Um Gewicht zu verlieren, müssen Sie entweder durch körperliche Aktivitäten mehr Kalorien verbrauchen oder weniger Kalorien zu sich nehmen. Am erfolgreichsten werden Sie sein, wenn Sie beide Strategien miteinander kombinieren. Dabei ist es nicht sinnvoll, Kalorien mittels einer Crash- oder Blitzdiät einzusparen. Diese Funde werden zwar schnell purzeln, doch der sogenannte Jojo-Effekt wird Sie bald einholen. Nach einiger Zeit zeigt die Waage nicht mehr das Ausgangsgewicht oder sogar noch mehr an. Nee, nach einiger Zeit zeigt die Waage wieder das Ausgangsgewicht oder sogar noch mehr an. Dieses Auf und Ab lässt sich nur durchbrechen, wenn Sie langfristig Ihre Essgewohnheiten ändern. Dabei können Sie sich an der Dash-Diät, siehe unten, orientieren. Es heißt übrigens Dietary Approaches to Stop Hypotension. Dash Approaches. Studien legen nahe, dass Menschen, die eine Kalorienreduktion mit mehr Sport verbinden, etwa 20% mehr an Gewicht verlieren und es auch besser halten können als Menschen, die nur eine Diät machen. Weiterer Aspekt: Bei jeder Gewichtsabnahme verlieren Sie nicht nur Körperfett, auch Muskelmasse geht verloren. Mit körperlicher Betätigung wirken Sie dem Muskelverlust entgegen. Muskeln haben aber auch den Vorteil, dass sie viel Energie verbrauchen, egal ob sie Sport treiben oder auf der Couch liegen. Außerdem sorgt Sport für ein besseres Körpergefühl und eine bessere Stimmung. Und dann kommt hier herzgesund essen mit Dash. Herzgesund essen mit Dash. Viele Menschen essen zu viel, zu fett und zu salzig. Eine gesunde Ernährung sollte salzarm und eher pflanzlich sein.
Nicht umsonst liegen die Blutdruckwerte bei Vegetariern im Schnitt um 5 Milligramm Quecksilbersäure niedriger als bei Fleischessern. Speziell für Bluthochdruckpatienten empfiehlt sich die sogenannte DASH-Diät. DASH gleich Dietary Approaches to Stop Hypertension. Sie entspricht im Wesentlichen der Mittelmeerkost mit weniger Fleisch und tierischen Fetten, dafür mehr Fisch, reichlich Obst und Gemüse sowie pflanzlichen Fetten. DASH enthält außerdem Geflügel, viele Vollkornprodukte, Nüsse sowie fettarme Milch und Milchprodukte. In Studien hat sich gezeigt, dass sich mit dieser Ernährung im Vergleich zur üblichen westlichen Kost der Blutdruck gesenkt. In Studien hat sich gezeigt, dass mit dieser Ernährung der Blutdruck gesenkt werden kann. Besonders blutdruckwirksam ist sie in Kombination mit einer Kochsalzbeschränkung. Dazu kommt was auf Seite 32. Zudem ist pflanzliche Nahrung im Allgemeinen kalorienärmer als tierische Kost und erleichtert so eine Gewichtsabnahme. Die DASH-Diät sammelt alle Pluspunkte, die eine gesunde Kost auszeichnen. Eine DASH-Diät ist reich an günstigen Fetten, denn Fett ist nicht gleich Fett. Pflanzliche Öle mit ihren ungesättigten Fettsäuren haben eine Schutzwirkung auf die Blutgefäße und können sogar den Blutdruck geringgradig senken. Tierische Fette dagegen, die überwiegend gesättigte Fettsäuren und Cholesterin enthalten, treiben die Blutfettwerte, vor allem das schädliche LDL-Cholesterin, nach oben und fördern eine Arteriosklerose, also eine Arterienverkalkung. Auch die Transfettsäuren, in Deutschland gehärtete Fette genannt, haben eine ungünstige Wirkung auf den Fettstoffwechsel. Eine DASH-Diät ist reich an Kohlenhydraten. Und Ballaststoffen. Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte enthalten viele Kohlenhydrate, die den größten Anteil, etwa 50-60% der Energie in unserer Ernährung haben sollten. Und zwar komplexe Kohlenhydrate, die Ballaststoffe gleich mitliefern. Dadurch sorgen sie für eine anhaltende Sättigung und gute Verdauung, was hilfreich beim Abnehmen ist. Weißmehl oder Zucker bestehen dagegen aus raffinierten Kohlenhydraten, im Gegensatz zu Vollkornmehl, und sollten deshalb weniger verzehrt werden. Vor allem Ballaststoffe, die ausschließlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommen, womöglich das böse LDL-Cholesterin, in Klammern siehe Seite 19, die bei Hypertonikern oft erhöht ist, vor allem Ballaststoffe, die ausschließlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommen, vermögen das böse LDL-Cholesterin, das bei Hypertonikern oft erhöht ist, in Schach zu halten. Zudem haben komplexe Kohlenhydrate den Vorteil, dass sie nur langsam ins Blut übergehen und so starken Blutzuckerschwankungen vorbeugen. Insbesondere wenn Sie neben Bluthochdruck an Diabetes erkrankt sind, können Sie davon profitieren. So, eine DASH-Diät ist reich an Kalium. Kalium reguliert zusammen mit Natrium den Wasserhaushalt und schwächt als Gegenspieler von Natrium die Salzempfindlichkeit ab. Ein günstiges Natrium-Kalium-Verhältnis bewirkt eine vermehrte Wasserausscheidung sowie Entspannung der Blutgefäße, wodurch der Blutdruck sinkt. Von Kalium nehmen wir im Allgemeinen zu wenig auf, nämlich nur 2 Gramm am Tag. Würden wir die Kaliumaufnahme um 3 bis 4 Gramm steigern, können Sie damit rechnen, dass Blutdruckwerte fallen. Kaliumwerte
Reiche Nahrungsmittel sind Obst, Gemüse und Kartoffeln. Viele Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion müssen dagegen eine kaliumarme Kost einhalten, auch wenn ihr Blutdruck erhöht ist. So. Zu gut Deutsch von Kalium musste Pipi. Ich weiß nicht, ob die Empfehlung 3 bis 4 Gramm. Ich, wie gesagt, ich bin kein Arzt in Deutschland. So. Eine DASH-Diät ist reich an Vitaminen. Getreide und Getreideprodukte enthalten insbesondere die Vitamine aus der B-Gruppe. Obst und Gemüse überwiegend Vitamin C und Provitamin A. Das Vitamin E steckt in pflanzlichen Ölen, Getreidekeimen, Nüssen, Kernen und Samen. Diese Stoffe entfalten ihre gesundheitsfördernde Wirkung allerdings vor allem in natürlicher Form. Vitamine als Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. So, jetzt gibt es hier eine weitere Checkliste. Tipps zum Abnehmen. Langsam abnehmen. Nicht mehr als 1 bis 2 Kilogramm im Monat. Wurst, fettreiche Käsesorten, Kuchen oder Fertiggerichte nur ausnahmsweise. Frische Lebensmittel bevorzugen, Gemüse, Salat, Obst. Zu Vollkornprodukten greifen, sie sind kalorienarmer als Produkte aus Weißmehl und sättigen besser. Essen Sie bewusst, nicht im Stehen oder Gehen. Nehmen Sie sich stattdessen Zeit und kauen Sie langsam und häufig. In der Gruppe lässt sich leichter abnehmen. Die gesetzlichen Krankenkassen finanzieren Ernährungsberatung und Abnehmtrainings. Keine Gewichtsabnahme um jeden Preis. Gerade ab einem Alter von 50 oder 60 Jahren ist ein leichtes Übergewicht tolerierbar. Ein Ziel könnte sein, das Gewicht zu halten. So. Jetzt kommt ein Informationskasten und ich merke, ich schaffe das nicht in der halben Stunde. Und ich will nicht, dass das hier zu lang wird. Deshalb. Ist jetzt gleich Schluss nach dem Informationskasten. Information: Tauschen Sie tierische gegen pflanzliche Fette aus. In Oliven- oder Rapsöl sind reichlich ungesättigte Fettsäuren enthalten. In Soja-, Walnuss- oder Distelöl zum Beispiel stecken auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann, die aber lebensnotwendig sind. Gerade mehrfach ungesättigte Fettsäuren vom Omega, da ist wieder ein Rechtschreibfehler drin, vom Omega-3-Typ, nehmen wir im Allgemeinen zu wenig auf. Deshalb gehören auch Fleisch und Leinöl auf den Tisch. So, das war's erstmal. Ich mache mir jetzt Mittagessen ohne Fleisch. Tschüss.